Liebe Pfarrgemeinde Mondsee, liebe Freunde, Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich lade euch ein, dass wir das leben und dass wir das auch geben. Es gibt so viele Frauen und Männer in den Spitälern oder in den Arztpraxen, die für uns da sind. Es gibt so viele Frauen und Männer, die die Kranken und älter gewordenen Menschen besuchen und sie zu Hause pflegen. Es gibt so viele Angehörige, die für ihre Lieben da sind, durch eine Begegnung selbst auch zum Segen werden. Ich lade euch alle herzlich ein, dass wir uns sozusagen verbinden im gemeinsamen Gebet, wie Gott sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. 9 Tage hindurch dürfen wir füreinander beten, besonders für die Krankgewordenen, besonders für die Herausforderungen dieser Tage und Monate, dieser Erkrankung durch Covid-19. Ich lade euch ein, dass wir diese Tage im Gebet verbringen. 9 Tage hindurch werden wir hier in unserer Pfarre das Gebet anbieten. Seien wir füreinander da im Gebet und rufen wir zu Gott auf die Fürsprache Mariens, dass uns heraushelfe aus dieser Not, dass uns begleite mit Weisheit, mit Einsicht und vor allem in der nötigen Liebe zum Leben, das von ihm ausgegangen ist. Achtsamkeit, ja auch Liebenswürdigkeit, mögen das fürbittete Gebet für uns sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Amen. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn Gott sorgt für euch. 1. Tag der Novene. Wie lange noch, Herr, vergiss du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du dein Gesicht vor mir? Wie lange noch muss ich Schmerzen ertragen in meiner Seele, in meinem Herzen Kummer Tag für Tag? Wie lange noch darf mein Feind über mich triumphieren? Blick doch her, erhöre mich, Herr mein Gott, erleuchte meine Augen, damit ich nicht entschlafe und sterbe, damit mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt, damit meine Gegner nicht jubeln, weil ich ihnen erlegen bin. Ich aber baue auf deine Huld, mein Herz soll über deine Hilfe frohlocken, singen will ich dem Herrn, weil er mir Gutes getan hat. Mit dir geh ich alle meine Wege, mit dir bin ich alles, was ich bin. Enge, weite, Nähe, Licht und Dunkel, alles, Vater, führt mich zu dir hin. Mit dir geh ich alle meine Wege. Mit dir wage ich jeden neuen Schritt, manchmal fragend und nur im Vertrauen. Du bist, da gehst alle Wege mit. Aus dem Markus-Evangelium. In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Er begann zu schreien, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da befahl ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den anderen, was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Krankheit verändert das Leben.
Sie nimmt uns die Kraft und bricht unbarmherzig in unseren gewohnten Lebensrhythmus ein. Wenn Sorgen und Ängste unser Herz erfüllen, fühlen wir uns oft hilflos und allein. Meistens sind es die schlaflosen Nächte, in denen die eine oder der andere bange Frage in uns aufsteigt, die uns unruhig macht und sogar in Panik versetzt und uns den Frieden raubt. Suchen wir besonders in diesen dunklen Nächten Gottes schützende Nähe. Heilige Maria, du bist unsere Fürsprecherin bei Gott. Wir vertrauen auf dich und rufen nun zu Gott. Für alle Menschen, die momentan im Krankenhaus liegen und in Angst und Sorge sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Ärzte und Pflegekräfte, schenke du ihnen die Kraft, zur rechten Zeit das Richtige zu tun. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Angehörigen, gib ihnen Vertrauen auf deine Hilfe in schweren Zeiten. Wir bitten dich, erhöre uns. Mit dir gehe ich alle meine Wege, mit dir nehme ich jeden neuen Tag. Wie er kommt aus deinen guten Händen, denn du gibst ihm, was er fassen mag. Mit dir gehe ich alle meine Wege, mit dir sag ich immer neu mein Ja. Kann ja doch nicht anders als dich lieben, bist du mir mit deinem Segen nah. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der immer bei uns ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der immer bei uns ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der immer bei uns ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der immer bei uns ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der immer bei uns ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Der lebendige Gott erfülle mein Leben mit seiner Kraft. Er schenke mir, was ich mir selbst nicht geben kann. Dass ich entbehren kann, ohne hart zu werden. Dass ich leiden kann, ohne zu zerbrechen. Dass ich Niederlagen hinnehmen kann, ohne mich aufzugeben. Dass ich schuldig werden kann, ohne mich zu verachten. Dass ich mit unbeantwortbarem leben kann,
ohne die Hoffnung zu verlieren. Guter Gott, wir kommen zu dir mit der uns anvertrauten Not und Sorge. Im Vertrauen auf die Hilfe und Fürsprache der heiligen Gottesmutter bitten wir dich. Schenke uns und allen Menschen ihren Bedrängnissen Frieden und Heil. Selbst das Unmögliche ist dir möglich. Lass deine Barmherzigkeit und Gnade allen Hoffenden zuteil werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, Gott in alle Ewigkeit. Amen. Singet Lob und Preis. Dank sei Gott.